Ja, ich habe gerade schön Kokosöl in den Haaren und sehe super sexy aus. Aber bevor das hier gleich mit den ganzen Tipps und so überhand nehmt und ihr euch umsonst die Mühe macht, mir so liebe Nachrichten zu schreiben, wegen des Fastens, ich faste nach Buchinger. Das heißt, ich werde das auch genau so machen. Ich kenne mich damit auch ein bisschen aus. Meine Mutter hat früher regelmäßig gefastet. Und das habe ich auch immer mitbekommen und immer alles gesehen. Und ich habe es aber bis jetzt nicht geschafft, das durchzuziehen. Und ich weiß genau, wie es funktioniert. Ich habe mir auch schon alles aufgeschrieben, dass ich morgen schon mal alles besorge. Und da ist auch eine Darmreinigung bei. Also, I know, wie es funktioniert. Und ja, mal sehen, ob ich es diesmal echt länger schaffe. Aber sobald der Darm und Magen leer ist, ist es nicht mehr so schwer. Ich glaube, Farina wollte jetzt demnächst auch starten mit ihrer Kur. Ich weiß nicht genau, was sie jetzt macht. Aber ja, ihr könnt da ja auch mal gerne vorbeischauen. Auf jeden Fall war das mal eine gute Erinnerung, das mal durchzuziehen. Eigentlich wollte ich es ja schon Anfang des Jahres machen, beziehungsweise irgendwie Mitte des Jahres, als es mit Corona so völlig losging. Da dachte ich so, okay, jetzt bin ich eh zu Hause, kann ich viel machen, kann ich viel auswärts essen gehen. Jetzt mache ich einfach mal so eine Fastenkur und dann habe ich es einfach nur bis mittags geschafft. Also von morgens bis mittags, and that's it. Wirklich undiszipliniertes Stück. Und yes, natürlich werde ich euch mitnehmen auf diese sonderbare Reise des Heilfastens, dass ich wahrscheinlich nach einem Tag abbrechen werde. Ah oh ja, I'm trying. Aber erwartet mal nicht zu viel. Ich gebe mein Bestes. Ich geb mein Bestes.